2020 steht vor der Tür oder hat in Samoa, in Neuseeland und in Australien bereits begonnen. Statt eines Rückblicks möchte ich euch einen Gedanken mit auf den Weg geben ins neue Jahr. Wenn wir es uns grob vorstellen können, dann können wir es zu Ende denken. Wenn wir es uns ausgedacht haben, dann können wir mit der Planung beginnen. Wenn wir es geplant haben, können wir es umsetzen. Und wenn es erst einmal umgesetzt ist, dann können wir es benutzen oder betreten oder bestaunen. Und wenn wir es nutzen, dann können wir es verbessern. Wenn wir es verbessern können, dann ist es längst Teil unserer Welt. Und deshalb können wir alles schaffen, was wir uns ausdenken können. 2020 ist ein ganz besonderes Jahr. Eine Doppelzahl. 1919 ist genau 100 Jahre her. 2021, bis dahin wird es noch 101 Jahre dauern. 2020 war vor 20 Jahren, zur Jahrtausendwende, Spekulations- und Projektionsfläche für eine bessere Welt, für eine Welt mit Hoverboards und ohne Klimakrise, die mir persönlich übrigens auch nicht mehr schlaflose Nächte bereitet, als seinerzeit Atomwettrüsten, Waldsterben, Erdölkrise, Ozonloch und Thunfischknappheit. Denn ich glaube an die Thunfischzucht, an die Technologie und an den Erfindungsreichtum unserer Spezies. Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Angst vor der Dystopie. Und jede ausreichend weit entwickelte Technologie ist von Magie nicht unterscheidbar, wie Arthur C. Clarke geschrieben hat. Ich freue mich auf ein magisches Jahr mit euch. Wir machen gemeinsam das Beste 2020 draus, das es je gegeben hat. Seid ihr dabei? In diesem Sinn, Prosit, ein fröhliches Silvester und einen wunderbaren Rutsch.